Hallo Freunde, hier kommt die Super Final Fantasy VII Super Show. Ein allerherzlichstes Aloha zur 18. Folge des Erfahrungsberichtes. Mann, schon 18 Folgen. Bald kann ich einen Erfahrungsbericht über den Erfahrungsbericht machen. Aber machen wir mal weiter im Text. Rufus und der Rest der Chefetage haben also den Plan geschmiedet, überall auf der Welt die sogenannten großen Substanzen zu sammeln und diese mittels Rakete in den Meteor zu rammen, damit dieser zerstört wird. Wir können das auf gar keinen Fall zulassen, darf ich ehrlich sein? Das ist eine der seltenen Stellen in Final Fantasy VII, die ich nicht verstanden habe. Warum dürfen wir nicht zulassen, dass die Schimmler versuchen, die Welt zu retten? Ich konnte im Spiel keinen Hinweis darauf finden, es wird nur gesagt, dass man es eben nicht zulassen kann. Wenn mir also jemand eine plausible Begründung dafür geben könnte, wäre ich höchst dankbar. Aber bitte richtige Argumente und keine Einzeiler à la, das ist halt so. Was als nächstes auffällt, ist, dass man ab nun Cid als Hauptfigur steuert, was ich damals wie heute für eine wirklich tolle Angelegenheit halte, mal ein bisschen Abstand zu der ganzen Cloud-Sache zu bekommen. Nun aber wieder etwas von Parappas Videospielkunde für alle echten Final Fantasy VII Freaks, die unbedingt alles schon mal gesehen haben müssen. Wenn ihr bis zu dieser Stelle noch nicht Yuffie geholt haben solltet, was zwar unwahrscheinlich ist, aber trotzdem, dann solltet ihr es dann mal tun, wenn gerade Tifa oder Cid die Truppe anführt. Das Ergebnis ist, dass sich das Gespräch mit Yuffie dadurch verändert, je nachdem wer gerade anführt. Das heißt zum Beispiel, dass sie sich über Tifas Oberweite lustig machen wird, beziehungsweise über Cids Alter. Aber zurück zur Handlung. Die erste Station führt die Truppe zurück nach Corell und von dort geht's wieder zum regionalen Mako-Reaktor, der nun endlich an Bedeutung zu gewinnen scheint. Mann, kommt mir das alles schon lange hervor, seit ich das letzte Mal über dieses Schienennetz gerannt bin. Vor dem Reaktor stehen zwei Wachen, die ich aber bereits in einer Runde wegputze. Dann jedoch prescht ein Zug aus dem Reaktor davon. Preschen, ja. Hallo Leute, warum könnt ihr nicht mal auf den Zug aufspringen? Ich meine, ihr rennt ja sogar schneller als dieser Zug. Aber nein, das wäre zu undramatisch, also schnappt sich Cid eine einzelne Lok und düst hinterher. Was ich ja an diesem Bild hier lustig finde, ist Red 13, wie er dort mit seinem, ich nenn's mal Oberkörper aus der Lore schaut. Sieht ein bisschen aus wie Matty und der lila Launebär, aber noch grandioser ist ja die ausgeklügelte Steuerung des Zuges. Ich meine, man braucht ja auch im echten Leben nur zwei Hebel, um einen Zug zu fahren. Und umso schneller man diese Hebel von oben nach unten hackt, desto schneller wird der Zug. By the way, man hat nur 10 Minuten Zeit, den Zug von Shinra zu stoppen, bevor er in Corell eintrifft. Und das sollte man besser nicht versauen. Sobald man den Zug eingeholt hat, wird übergesetzt. Und dann muss man sich von einem Waggon auf den anderen vorkämpfen. Die ersten beiden sind noch recht einfach, aber auf den dritten erwartet euch dieser Kollege hier. Der sieht nicht nur brutal aus, sondern ist auch ein nicht zu unterschätzender Gegner. Dafür gibt es aber 10.000 Erfahrungspunkte, was das Ganze schon wieder sehr lohnenswert gemacht hat. Kommt man nun an der Lok an, so muss man sie nun stoppen. Und wie könnte es anders sein, so müssen natürlich die beiden Hebel hoch und runter gehauen werden. Endlich kommt der Zug zum Stehen und die Bürger von Corell danken uns für die Rettung ihrer Stadt. Dadurch erhält man die erste große Substanz, dann den Zauber Ultima und in einem der Häuser kann man Barretts vierten Limit Break holen. Nächster Stopp ist das gute alte Fort Condor. Dort soll die finale Schlacht um den Reaktor gegen die Shinra-Armee stattfinden. Das ist allerdings auch nicht weiter wild, zumindest ich habe durch die Reisen und die Kämpfe rund um den Globus inzwischen so viel Kohle, dass ich es wohl mit 10 Armeen aufnehmen könnte. Also kaufe ich mir ordentlich Einheiten, Katapulte und sowas könnt ihr stehen lassen, alles was man braucht sind Angreifer, Verteidiger und Schützen. Bei mir sind die Feinde dann gerade mal bis zum Fuß des Berges gekommen, wo sie von vielen meiner kleinen Polygonfreunde in Stücke geschlagen wurden. Alles in allem dauerte Kampf um die 13 Minuten bei mir, in denen ich nebenbei Zeit hatte, noch mit Leuten zu chatten, einfach weil es nicht wirklich herausfordernd war. Nach der Schlacht geschieht etwas für wahr Seltsames, denn das Kondorküken schlüpft und dabei stirbt irgendwie seine Mama. Ja, sehr tragisch, aber wenigstens brauchen die Leute der Region demnächst keinen Hunger zu fürchten, auch wenn gegrilltes Hühnchen auf die Dauer sicher eintönig ist. Draußen finden wir dann den Aufruf Phönix, der wohl für die Feuersbrunst verantwortlich war und dann wird der Baby-Kondor auch schon Flüge. Liegt es eigentlich an mir oder sieht das Küken eher aus wie der fette Schokobo, der manchmal in Kämpfen auftaucht? Doch wo ist eigentlich die große Substanz? Tja, wie sich herausstellt, hatte der lustige Opa in der zweiten Etage die ganze Zeit die Substanz vor uns versteckt, damit wir für ihn kämpfen. Haha, schön, wenn man hinterher drüber lachen kann, dass man mal wieder von allen Seiten manipuliert wurde. Und weil wir ja wirklich keine Folge haben, an der am Ende Cloud wieder das Bild dominiert, wird es Zeit für einen Krankenbesuch in Midel. Doch noch ein weiterer Besucher ist nach Midel gekommen. Es ist Ultima Weapon und nun dürfen wir zum ersten Mal selbst gegen eines jener berüchtigten Wesen antreten. Im Gegensatz zu seinen Geschwistern ist Ultima allerdings ein ziemlich leeres Hemd, das ich ohne große Umschweife weichgeklopft habe. Dumm nur, dass es nach dem Kampf die Flucht ergreift und deshalb keine Erfahrungspunkte zu holen sind. Auf einmal bebt die Erde und der Lebensstrom bricht aus dem Inneren des Planeten hervor und droht das kleine Dorf zu verschlingen. Allen gelingt die Flucht, außer zweien. Und das startet nun eine der längsten Handlungsstränge des Spiels.
Tifa erwacht im Unterbewusstsein von Cloud. Wie sie es geschafft hat, da reinzukommen, fragt ihr, ha, das ist bestimmt ganz einfach und logisch, aber ich weiß es leider auch nicht. Es geht nun also darum, dass Tifa Cloud dabei hilft, herauszufinden, wer er wirklich ist. Dazu begeben wir uns nochmal nach Nibelheim. Cloud erzählt noch einmal seine Variante des Vorfalls, doch Tifa unterbricht ihn und bricht damit auch ihr Schweigen. Clouds Erinnerungen entsprechen schlicht nicht der Wahrheit. Es war nicht Cloud, der nach Nibelheim kam, sondern der mysteriöse, schwarzhaarige Soldat. Tifa weiß zwar, wer es ist, doch sie möchte, dass Cloud selbst darauf kommt, wenn er wirklich seinen Seelenfrieden finden möchte. Dann geht's weiter zur Brunnenszene, doch leider spürt Tifa, dass sie keinen Schritt vorankommen, denn immer wenn Tifa etwas aus der Vergangenheit erzählt, werden die Genova-Zellen in Cloud sofort die passende Erinnerung dazu erschaffen. Somit weiß man nie, ob sich Cloud wirklich daran erinnert oder ob alles nur eine Täuschung ist. Da kommt ihr die entscheidende Idee. Cloud soll von sich aus eine noch unausgesprochene Erinnerung hervorrufen und wenn sich Tifa auch daran erinnern kann, dann ist diese Erinnerung wahr und Cloud ist wirklich der, der ihr vorgibt zu sein, Cloud von Nibelheim. Nun wird es also Zeit, dass wir richtig tief in Clouds Psyche eintauchen und er uns seine geheimsten Gedanken und Wünsche offenbart. Das Kind in Cloud erscheint und führt Tifa zu einem Fenster, das für ihn große Bedeutung hat. Es ist das Fenster zu Tifas Zimmer. Achtung, extrem coole Kamerafahrt. Nun hält der kleine Cloud aber auch eine Überraschung für Tifa parat. Die dachte nämlich immer, Cloud und sie seien als Kinder befreundet gewesen. Doch Tifa hat ihn nie beachtet und ihre Zeit mit den anderen Kindern der Stadt verbracht. Clouds größter Wunsch war es immer nur, dass Tifa ihn beachtet und ihn mag. Das ist der wahre Grund und der einzige Grund, warum Cloud zu einem Soldaten erster Klasse werden wollte. Ja, ja, die Weiber sind mal wieder schuld, typisch. Doch das ist nicht die einzige Überraschung für Tifa mit dieser Erinnerung. Dies ist gleichzeitig der Tag, an dem ihre Mutter starb. Doch sie ist noch ein kleines Mädchen und kann das einfach nicht begreifen, also läuft sie von zu Hause fort und ausgerechnet ins Nibelgebirge. Während aber ihre drei Freunde sie nach und nach im Stich lassen, geht Cloud bis zum Ende tapfer mit ihr mit. Das Ende kommt in Form eines steilen Abhangs, doch während Cloud sich nur die Knie aufschlägt, ist Tifa schwer verletzt und könnte sterben. Das Ganze wird nachhaltig Wirkung auf Cloud haben, denn alle gaben ihm die Schuld an Tifas Zustand. Dies wird sich wie ein Schatten auf Clouds Leben werfen und wann immer etwas Schlimmes passiert, wird sich Cloud selbst dafür die Schuld geben, dass er zu schwach war. Tifa kann sich an all diese Dinge erinnern, was beweist, dass Cloud eben nicht vor 5 Jahren erschaffen wurde. Doch was ist dann wirklich in Nibelheim passiert? Es wird Zeit, den letzten Ort aus seiner Erinnerung zu besuchen, den Makoreaktor. Wir erinnern uns, Tifa wird von Sephiroth aufgeschlitzt und plumps die Treppe runter. Doch nicht Cloud stürmt in die Szene, sondern der Unbekannte. Und endlich schafft es Cloud, sich von selbst zu erinnern, wer das war. Er spricht es aus. Zack. Genau, Zack, der Name des Mannes, der er gerne wäre. Doch er kann absolut nichts gegen Sephiroth ausrichten. Doch Moment, wenn sich Cloud an all dies erinnern kann, muss er doch irgendwie dabei gewesen sein. Doch wo ist Cloud? Gänsehautmoment. Ganz genau, der namenlose Soldat. Er war die ganze Zeit dabei, er hat alles gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Stelle ist eine der besten Wendungen in einem Videospiel. Vielleicht sogar die beste. Alles passt auf einmal zusammen, all die Verwirrung macht auf einmal Sinn mit diesem Geniestreich. Und das meine ich ausnahmsweise mal nicht ironisch. Cloud war es peinlich, dass er es nie geschafft hat, in die Shinra-Elite zu kommen, also hat er sich die ganze Zeit vor Tifa verborgen. Im Reaktor kann sich Cloud endlich offenbaren, doch Sephiroth hat den Angriff überlebt und taumelt angeschlagen davon in seiner Hand der abgetrennte Kopf von Genova. Cloud stellt ihn auf der Brücke über dem Strom aus Mako-Energie, doch diesmal ist es Cloud, der aufgespießt wird. Doch mit letzter Kraft packt er das Schwert und schleudert den völlig verwirrten Sephiroth samt seiner widerlichen Mutter in den Lebensstrom. Das ist übrigens etwas, das im Film Final Order falsch dargestellt wurde. Sephi springt dort freiwillig in die Brühe. Keine Ahnung, warum er das geändert hat. Ich find's in der Originalfassung viel besser. Was aus Zack wurde, wird es später erzählt werden. Doch jetzt, wo die Wahrheit endlich enthüllt ist, fügt sich die Person von Cloud Strife wie ein komplexes Puzzle vor unseren Augen zusammen. Und er hat endlich gefunden, wonach er so lange gesucht hat. Sich selbst. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir eine spannende U-Boot-Jagd unternehmen. Wir ins Weltall fliegen und wir etwas über die Vergangenheit unseres geheimnisvollen Freundes Vincent Valentine erfahren.
Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied.